Ja, hallo und herzlich willkommen zusammen zu unserer Experten-Talk-Runde über das Thema Forschungsstelle App-Musik. Mein Name ist Steffen Schmidt. Ich bin Mitglied im Vorstand der Landesmusikjugend und bin dort verantwortlich für den Fachbereich 1, Interessensvertretung. Das heißt, ich vertrete die Interessen der vielen Musikerinnen und Musiker gegenüber Politik oder auch anderen Verbänden. Heute habe ich an meiner Seite den Matthias Krebs. Matthias ist ausgebildeter Diplom-Musiker und Medienpädagoge. Er ist darüber hinaus Physiker und Opernsänger. Und seit 2009 beschäftigt er sich mit der systematischen Erfassung von Formen in der musikalischen Praxis und darüber hinaus mit digitalen Musiktechnologien. Ganz neu dabei ist das Thema digitale App-Musik und ich freue mich heute, dass er hier ist und wir über das Thema App-Musik sprechen können. Was heißt App-Musik? Wie wird das in der Praxis angewendet? Und was muss man beispielsweise beachten, wenn man mit Apps Proben plant oder Musikstücke einstudieren möchte? Ja, Matthias, ich fange vielleicht mal mit der ersten Frage an. Wie bist du zu dem Thema App-Musik gekommen? Erstmal vielen Dank, Steffen, für die Einladung hier zu dem Interview. Und ja, wie ich dazu gekommen bin, das kann ich dir sagen. Natürlich war es ein Zufall, so wie ja häufig so wie Sachen eher so im Zufall entstehen. Und zwar war ich in einem Projekt an der Universität der Künste Berlin, wo es darum ging, wie Musiker quasi mit Hilfe von digitalen Technologien besser kommunizieren können. Also eher so zum Marketing, also zur Selbstvermarktung von professionellen, selbstvermarktenden Musikern. Und die hatten sich nämlich damals, 2007, 2008, iPhones angeschafft für diese Lehre in der Weiterbildung. Und die lagen nun leider im Schrank, weil das Internet und die Social Media schon genügend Unterrichtsinhalte bilden. Und ich wollte sie befreien und habe sie dann an Studenten weiter geradezu verschenkt, um mit mir mal zu erproben, was man eigentlich mit diesen digitalen Geräten, auf denen ja damals auch schon allerlei verschiedene Spielchen so liefen, eigentlich los und möglich ist. Und dann hat sich aber schnell herausgestellt, dass das über so einen kleinen Daddeln weit hinausging und die Möglichkeiten sich schon damals, also vor über 10 Jahren, doch schon enorm waren. Das heißt, wir waren dann im kleinen Ensemble doch überrascht darüber, wie interessant wir miteinander in Interaktion treten konnten und wie wir ganz abgefahren und auch durchaus wirkungsvolle Musik als Musiker damit gestalten konnten. Kannst du denn ein praktisches Beispiel nennen, wie das die Studierenden damals umgesetzt haben und wie das vielleicht auch für Leute im Musikverein oder im Chor anwendbar sein könnte? Na, ich glaube, über diese historische Vergangenheit von vor über 10 Jahren brauchen wir heute kaum noch zu reden, weil sich gerade auch dieses Thema gerade in den letzten Jahren also enorm weiterentwickelt hat. Und ich beobachte das eigentlich heutzutage. Ich meine, ein paar Jahre später sind auch die ersten Tablets rausgekommen. Also was ja heute normal ist, war damals noch ganz was Neues. Heute erkenne ich, dass sowohl viele Menschen, Kinder und Jugendliche, aber natürlich auch Erwachsene und Musiker, ja mit Smartphones Musik machen, aber ziemlich viele und gerade diejenigen, die das regelmäßiger machen, eher auch Tablets verwenden beispielsweise dafür. Klar, da ist ein bisschen mehr Platz da, da kann man durchaus noch viel mehr auch gerade ja, Möglichkeiten zur Klanggestaltung auf dem großen Touchscreen dann bedienen, während das Smartphone halt gerade so ein kleines Studio für unterwegs ja darstellt, wo man dann im Bus oder unterwegs oder bei der Haltestelle oder so zwischendurch ein paar kompositorische Möglichkeiten ausprobieren kann, Beats produzieren oder Klänge verfremdet, die man gerade noch aufgenommen hat, wie zum Beispiel Geräusche aus der Umgebung und damit kleine ja, Kompositionen macht oder die als Material für ein eigenes Musikinstrument verwendet. Und ja, das ist so das Instrumentarium heute. Das ist sehr interessant, auch wie sich das verändert hat. Wir kennen ja auch die ganzen Studien, wo wir sehen, wie viel mehr auch in den letzten 10 Jahren die Nutzung von Smartphones zugenommen hat. Hast du denn ein praktisches Beispiel, wo man mal sehen kann, wie beispielsweise App-Musik eingesetzt wird und wie es auch dem Publikum präsentiert wird, beispielsweise?
Also viele kennen ja Smartphone-Apps oder Tablet-Apps, was ich jetzt mal immer zusammenfassen würde wollen, unter Musik-Apps als so Werkzeuge, ne? Zum Beispiel irgendwie eine App, um zu gucken, was gerade der günstigste Preis ist oder um zu schauen, wie das Wetter ist oder ob man irgendwie neue Nachrichten hat. Aber bei den Musik-Apps würde ich da noch Musik-Apps unterscheiden, mit denen man gerade wie so die Tablets und Smartphones als Musikinstrumente funktionalisieren kann. Das heißt, auch nochmal in einem anderen Modus, nämlich nicht so technisch, sondern durchaus musikästhetisch damit umgehen kann und damit halt im Ensemble oder halt eine Melodie zu spielen und dadurch nochmal ganz anders mit Klang in Verbindung zu gehen. Und ein Anwendungsbereich ist, sehe ich zum Beispiel im Klarinettenunterricht, wo der Lehrer zum Beispiel dann teilweise auch mal statt einem Metronomklick oder sowas vielleicht eine kleine Band auch anstellen kann oder zeigen kann dem Klarinettenschüler, wie er damit sich das auch selber einstellen kann, um dann halt auch, wenn er manchmal zu Hause alleine üben muss, dann halt doch irgendwie das Feeling dafür bekommt. Oder der gleiche Lehrer auch mal zwischendurch seine Klarinette zur Seite legt und doch auch mal einfach Akkorde zum Improvisieren auf dem Smartphone oder Tablet spielt und dadurch vielleicht auch nochmal eine ganz andere Perspektive zum spielenden Schüler einnehmen kann, zu gucken, wie ist eigentlich die Haltung oder wie ist eigentlich die Atmung, als wenn er halt gerade selber spielen würde, wo er auch durchaus ja gerade die Konzentration auf den guten Klang hat. Und dann halt kann er halt hier vielleicht den Klang oder stehende Töne oder sowas oder Wechsel auch dann spielen im Live. Und das sind zum Beispiel Möglichkeiten. Eine andere ganz schöne Möglichkeit ist ja auch vielleicht das Smartphone oder Tablet als Effektgerät zu verwenden und dadurch nochmal ganz andere Klänge zum Beispiel mit der Klarinette hervorzubringen. Und dann zum Beispiel mit einem großen Delay, also so einem Echo-Effekt oder auch mit einem Oktave, also auch wenn man die Klangtonhöhe um eine Oktave nochmal dazu zu spielen. Und das macht natürlich auch Spaß, dann nochmal ganz neue Klangmöglichkeiten auszuprobieren und dann auch Stücke, die man schon kennt, nochmal ganz neu zu hören. Das heißt, es geht gar nicht darum, analogen Unterricht oder analoges Musizieren rein durch eine digitale Technik zu ersetzen, sondern es geht darum, beide Themen miteinander zu ergänzen und so einen Mehrwert zu schaffen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, genau, weil ich meine, das Klarinettenspiel, das Trompetenspiel oder auch das Schlagzeugspiel und so weiter, also das ist doch einfach, hat doch seine eigenen Qualitäten, die man jetzt ja auch niemals irgendwie durch ein anderes Instrument ersetzen kann. Also das ist auch so eine ganz wichtige ja, Aussage, die ich halt treffen kann, dass ja Smartphone und Tablets ja durch diese Funktionalisierung zu einem anderen Instrument werden. So. Und ich meine, es sagt ja auch keiner, dass irgendwie die Gitarre die Klarinette ersetzt oder das Klavier die Gitarre ersetzt oder whatever. Also da ist halt ein neues Instrument und man kann sich entscheiden, ob man lieber mit Smartphone, Tablet-Apps, die jetzt gerade eher seit wenigen Jahren erst am Start sind, klangliche Experimente wagen möchte und sich damit musikalisch ausdrucken möchte, natürlich auch üben und zum Meister werden möchte. Oder ob man halt eins dieser kulturell auch schon gesetzten spannenden Instrumente verwendet und dort halt mit der Luft Musik macht. Also das sind ja ganz verschiedene Ansätze und jedes hat halt seine interessanten Features. Ich kenne übrigens ziemlich viele, die so eine rote E-Gitarre durchaus in einem Smartphone-Tablet durch sehr auch bevorzugen. Ne? Und so kann ich mir das auch vorstellen in der Blasmusik, weil dort das manchmal zu kombinieren, fällt jedenfalls heutzutage noch recht schwer, nicht wahr? Weil wenn halt gerade so eine Strukturen wie so ein Blasorchester oder ein Orchester oder auch ein Chor, das sind ja relativ gerade technisch sehr, also wenn man jetzt auch das sozusagen das Verfahren, wie so eine Kapelle eigentlich funktioniert, nochmal anschaut, ja doch recht gesetzte und klare Strukturen sind jetzt durch ein neues Instrument ersetzt. Das braucht erstmal eine Weile, bis man das irgendwie zusammenbringt. Also das wäre ja so, als würde man irgendwie zum Beispiel ein Konzertflügel mit einer Blasmusik-Brassband zusammenfügen. Das mag sicherlich interessant werden, aber das funktioniert nicht einfach sofort. Das heißt aber auch, dass man sich beispielsweise, wenn man jetzt im Chor singt, die anderen Stimmen sozusagen mit dem Tablet dazu holen kann und dann einfach neue Stücke oder auch neue Ensemble-Themen einproben kann, ohne dass man großen Aufwand hat mit vorher einspielen und dann wieder abspielen zu lassen. Das heißt, man kann auch spontan kreativ werden. Habe ich das so richtig verstanden?
Also potenziell kann ich da nur zustimmen, aber andererseits muss man davon auch nicht vergessen, um genau das erstmal hervorzubringen mit dem Smartphone-Tablet, ist aber auch Wissen notwendig, ne? Also wie komme ich eigentlich an die App, die mir genau das bietet, was ich jetzt für meinen Übungsprozess brauche? Wie stelle ich das dann ein mit den verschiedenen Stimmen? Das sollte halt häufig, also sollte nicht verachtet werden und manchmal wird das irgendwie trivialisiert, so als wenn das schon das Gerät nichts anderes könne, als jetzt einen vierstimmig zu begleiten. Also das muss man ja doch dann auch als Nutzer erstmal verstehen und irgendwie einstellen können. Aber durchaus gibt es ja dadurch, dass es so viele nutzen, auch wiederum viele Leute, die man einfach fragen kann, wie kann man das eigentlich machen? Und bei YouTube findet man ja eine ganze Reihe von spannenden, inspirierenden Angeboten oder Beispielen, wo die man ja dann als Anlass nehmen kann, um dann eigenes zu entwickeln und das weiterzuentwickeln. Hättest du uns denn mal ein Beispiel, was du uns zeigen könntest, wie App-Musik funktioniert? Ja, ich habe hier gerade so einen Bildschirm frei, wo ich einfach YouTube geöffnet habe. Ich schalte mal hier rüber. Und da sieht man die Band, in der ich auch selber eine Weile schon spiele, also das Digi-Ensemble Berlin. Und ich zeige es deswegen, weil dort hat gerade Profimusiker, ich schalte noch mal kurz zurück, weil da Profimusiker halt mal ausprobieren, was man mit Smartphone-Tablets machen kann. Das auch nicht nur mal eine Woche oder so, sondern schon seit mehreren Jahren, nämlich seit 7 Jahren. Und hier ist was ich euch mal zeigen wollte, ist eine Version, wo man das berühmte Stück von den Beatles, While My Guitar Gently Weeps, dargestellt wurde mit verschiedenen Tablets, aber auch kombiniert mit Gesang, E-Gitarre und einem Digitalinstrument. Das sieht man bei mir um den Hals, ist ein Linstrument. Und alles ist aber trotzdem auch wieder quasi hybridisiert oder nochmal verändert, indem zum Beispiel diese E-Gitarre an das Tablet angeschlossen ist und auch dieses Linstrument, was wir da gleich sehen werden, erhält den Klang durch das Tablet. Also, wir gucken uns das mal an. Spul jetzt mal an eine Stelle. Someone controlled you. They bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning while my guitar. So viel vielleicht erstmal als kleinen Eindruck. Dass wir das, ihr könnt euch ja gern bei YouTube das nochmal selber vollständig anhören. Eins kann ich vielleicht noch zeigen, ich glaube, das ist dann vielleicht noch bekannter. Und zwar haben wir auch dem berühmten Song von den Ghostbusters mal schon 2014 aufgenommen. Das ist also schon eine Weile her. Aber bei diesem Stück sieht, kann man auch ganz gut erkennen, wie Begrüßen halt Sie ganz, wie so das eine Digi-Ensemble Berlin Tablet-Band, mit also Ihrem gerade wenn auch viele innovativen Musiker Vorteil zusammenspielen, wie aus das so klingt. Smartphone. Ich schalte noch mal ganz kurz rein. Ja, und da Ja, hat man auch super. schon, da sieht man so ein bisschen, wie sich das verändert. Also vor 6 Jahren, da sahen häufig Tablet-Musikinstrumente auch noch aus wie traditionelle Musikinstrumente. Also wir haben ja gerade auch so eine eigenartige Version einer Gitarre gesehen beispielsweise oder auch Synthesizer, die eine starke Ähnlichkeit hatten auch zu herkömmlichen Synthesizern. Das hat sich zum Beispiel heutzutage auch deutlich verändert. Also das sieht heute in vielen Beispielen deutlich, naja, sagen wir mal, also für mich natürlich typischer für Musik-Apps aus, weil so richtig Vergleiche fallen jetzt immer schwerer. Weil natürlich dieser große Touchscreen und die Möglichkeiten, den Klang zu verändern, natürlich auch wieder Auswirkungen dafür haben, wie man den Klang verändert und welche Möglichkeiten man dort bietet oder nutzen kann. Und ja, das fällt halt hier auf, wenn man sich jetzt dann so ein Video von 2014, glaube ich, sich anguckt.
Ich habe hier noch mal eine Interpretation eines klassischen, ja sehr bekannten Stückes mitgebracht, bei dem diese Musiker des Digi-Ensemble Berlin mal in einem Experiment ausprobiert haben, wie es eigentlich ist, wenn man ein herkömmliches Instrument oder Orchesterstück spielt. Und hier hören wir jetzt gerade aus dem Weihnachtsoratorium von Bach die Arie Großer Herr. Und das hat jetzt komplett den Originalnoten gespielt auf Smartphones und Tablets. Auch dieses Video ist schon wieder Jahre alt, ich glaube von 2013. Oh, 2012. Und interessant ist vielleicht noch zu dieser Interpretation zu sagen, dass hier halt ja Musiker, die länger Musik studiert haben und so weiter, gerade diese Version hier spielen, aber an der ersten Geige beispielsweise sitzt halt ein Heavy-Metal-Gitarrist. Ja? An der zweiten Geige sitzt eine Flötistin und ihr habt vielleicht gerade gesehen, auch wieder mich in dem Video, ich spiele halt die Solotrompete und ratet, ich bringe aus einer richtigen Solotrompete eigentlich keinen Ton raus. Es ist aber auch nicht so, dass dieses Video irgendwie nach einer Woche entstanden ist. Also die Musiker haben für diese Interpretation 3 Monate ziemlich regelmäßig, mehrmals wöchentlich auch geprobt und mussten auch dieses Instrument dann erstmal lernen. Und vor dem Hintergrund ihres musikalischen Wissens von ihren Instrumenten haben sie das natürlich jetzt hier auch so gespielt. Aber es gab halt auch Leute, wie beispielsweise den Heavy-Metal-Gitarristen, die vorher nach dem Violinschlüssel dann Noten zu spielen, doch für auch nochmal eine neue Herausforderung war. Aber ja, also hier eine Version, die auch mit einem wunderbaren Sänger, mit dem Tobias, gesungen wurde. Cool, hat sich auf jeden Fall gut angehört. Das ist eine total interessante Entwicklung und geht ja auch immer damit einher, dass die Infrastruktur, also sowohl Bandbreite beispielsweise als auch die Endgeräte weiterentwickeln. Könntest du denn noch vielleicht irgendwas zu den Trends sagen, was wir für die kommenden Jahre erwarten können? Das fällt mir wirklich ein bisschen schwer, weil einerseits ist es einfach schon so eine Fülle an Möglichkeiten, die es irgendwie heutzutage gibt, beziehungsweise dass ich beobachte einfach so viele Möglichkeiten, wie Leute halt diese Smartphones und Tablets immer wieder neu einsetzen. Weil das ist auch das Spannende. Es gibt ja bei diesen Musik-Apps nicht die Art und Weise, wie man das von anderen Instrumenten kennt, wie man sie dann spielt, ja, also dass man halt zum Beispiel eine Geige auf die Schulter nimmt, wir wissen ja, dass ja früher die häufig auch vor dem Bauch gespielt wurde beispielsweise, so solche tradierten, ritualisierten Verfahren gibt es bei Musik-Apps scheinbar nicht, weil sich die Leute die ganz unterschiedlich anwenden und manche drehen die und manche spielen die von links nach rechts und manche von rechts nach links daher ist es zu beobachten, dass es viele immer wieder eigene Lösungen entdecken, damit umzugehen, interessante Musik machen und die Leute, die halt interessante Möglichkeiten gefunden haben und das dann vielleicht auch präsentieren bei Konzerten oder bei YouTube, das wird dann irgendwie auch aufgegriffen, aber auch schon wieder adaptiert und weiter verändert. Was ich beobachte ist, dass immer mehr auch der Körper eine Rolle spielt, während wir am Anfang viele erstmal denken, dass Smartphone-Apps irgendwie nur so verkleinerte Studio-Computer sind und dann sich wundern, oh, da kann man ja gar keine Maus anschließen. Aber heutzutage haben halt auch viele herausgefunden, dass sich dadurch natürlich ganz andere Möglichkeiten ergeben, als wenn man eine Maus anschließen kann. Weil dadurch hat man halt wirklich 10 Finger, die man nutzen kann. Und es macht richtig Sinn, das nicht nur irgendwie so mit dem Finger als Mauszeiger zu bedienen, sondern wirklich mit der also instrumental mit dem ganzen Körper, auch auf Stativen, die es dafür richtig gibt, zu spielen und so im Grunde wie bei anderen Instrumenten auch in das Instrument hineinzuspielen. Und das kommt immer mehr vor, also, dass es auch Controller gibt, wo man das Smartphone oder Tablet, ich habe jetzt gerade gar keins rumliegen, in die Hand nimmt und dann im Raum zum Beispiel wirklich so Crescendi oder Decrescendi oder Filter spielen kann. Und dann wird es halt mehr als nur so ein Auswählen, Tippen, wie man das manchmal vermutet, dass es bei digitaler Musikpraxis stattfindet.
Das heißt, es gibt eigentlich keine Grenzen und wir wissen noch gar nicht, wie sich das ganze Thema in der Zukunft weiterentwickeln wird. Aber was würdest du sagen? Würdest du es für notwendig erachten, dass das Thema App-Musik oder digitales Lernen auch beispielsweise bei der Ausbildung von Instrumentallehrern, von Orchester- oder Chorleitern zukünftig einfach mit im Lehrplan sein sollte? Ich glaube auf jeden Fall, dass das interessante methodische Möglichkeiten für den Instrumentalunterricht auch von herkömmlichen klassischen Instrumenten bietet und man dort vielleicht auch als Lehrkraft schauen sollte, dass man halt versucht, nicht einfach nur herkömmliche Bildungsmedien wie zum Beispiel ein Metronom oder Noten jetzt einfach nur eins zu eins ersetzt, weil das tut beiden nicht gut. Klar ist irgendwie die Notenmappe auf dem iPad irgendwie auch eingeschränkt, wenn man dagegen das Heft nimmt. Aber andererseits können halt diese Apps ja wiederum ganz andere Möglichkeiten. Zum Beispiel haben sie einfach viel mehr an Noten beispielsweise zur Verfügung und man muss dann nicht erst nochmal kopieren oder so. Aber sozusagen hier einerseits Kontrolle abzugeben und auch mal selbst organisierte Prozesse zu ermöglichen, ne, wo die Kinder sich auch selbst überprüfen können oder auch mal selber eine Begleitung komponieren können, wenn sie Spaß daran haben. Oder auch die Feedback-Möglichkeiten von Apps mal zu integrieren. Also auch zum Beispiel, dass dann irgendwie Intonationsübungen zu Hause nicht mehr irgendwie querbeet sein müssen und so, ja, Mama sagt, hört sich gut an, sondern vielleicht auch mal eine visuelle Kontrolle dazu verwenden oder halt auch verschiedene Interpretationen bei YouTube mal zu integrieren in die eigene Interpretation, um natürlich nicht das zu kopieren, wie schwer ist denn schon komponieren, sondern eher als Inspiration zu nehmen oder als Anlässe auch vielleicht über nicht so wirkungsvolle Interpretationen mal zu reden. Also ich denke, dass das auszuschließen und sich rein irgendwie auf herkömmlich analoge Weise quasi künstlich dann zu reduzieren, ja, halte ich nicht für notwendig und würde da eher dafür plädieren, die Möglichkeiten, die man beherrscht und die interessant sind für das Lernen, auch zu integrieren. Ja, super. Vielen Dank. Ich glaube, wir haben schon mal viele Einblicke erfahren. Vielen Dank auch, Matthias, für die vielen interessanten Informationen. Wer zu dem Thema noch mehr wissen möchte, wir haben bei uns in der Bibliothek noch weitere YouTube-Links und Informationen eingestellt. Und wir werden sicherlich in Zukunft noch viel zu diesem Thema App-Musik hören. Da bin ich mir sicher. Und ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuhören und bei dir, lieber Matthias, für deine Zeit und das tolle Gespräch. Und ich glaube, wir werden von dir und deinem Team in Zukunft noch vieles hören. Dankeschön. Sehr gerne. Bis bald.